Hallo, ich bin's, Kim Lian. Schön, dass du wieder am Start bist. Ich habe Bock, dir heute meine Favoriten für den Herbst zu zeigen. Ich bin in den letzten Tagen ziemlich in Herbststimmung gekommen, weil draußen ja schon die Blätter ein bisschen zu fallen beginnen und es immer mehr regnet leider. Aber da müssen wir durch. Ich stelle jetzt gerade so ein bisschen meine Favoriten, wie gesagt, auch farbmäßig bei dekorativer Kosmetik und so weiter um. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Produkt. Beste. Und zwar ist das erste Produkt hier ein Lippenstift. Ich habe in letzter Zeit ja eigentlich, also in den letzten Monaten eigentlich gerne so knalligere Farben getragen, auch Rottöne und so. Und jetzt habe ich wieder zum ersten Mal zu so einem dunkleren Rotton gegriffen. Den finde ich wirklich, wirklich schön. Also es sieht auch so ein bisschen aus wie meine Nägel jetzt. Er hat ein sehr pflegendes Finish, sprich er ist auch nicht matt, sondern er glänzt so ein kleines bisschen. Also er ist einfach feuchtigkeitsspendend und das finde ich sehr cool jetzt im Herbst, weil meine Lippen schon langsam wieder ein bisschen trockener werden. Und dem will ich irgendwie entgegenwirken, indem ich jetzt nicht unbedingt die mattesten Lippenstifte tagtäglich trage. Ich liste übrigens alles wieder in der Infobox auf, auch was ich so im Gesicht heute habe. Wobei das sehr viel von den Favoriten ist. Zum Beispiel das nächste Ding hier. Und zwar geht es dann nicht um die Palette an sich, sondern vor allem, ja, erstens mal um die Farbkombination, die du da siehst. Und vor allem insbesondere um diese Farbe hier. Das ist Club von MAC. Und das ist so ein, ja, kann man sagen, Auberginenton. Ich bin so schlecht im Farbenbeschreiben. Und hat so einen grünen Schimmer. Und das finde ich wahnsinnig geil. Das habe ich heute auch hier aufgetragen beim äußeren Augenwinkel. Ich weiß nicht, inwiefern du das jetzt erkennen kannst auf die Distanz. Aber ich mag das sehr, sehr gerne, weil es in manchem Licht eben eher so lila, auberginenmäßig aussieht und in anderem Licht dann wieder so grün schimmert. Heute trage ich eben das im äußeren Winkel, das im Innenwinkel und ja, so ein bisschen Blendezeugs dazwischen. Finde ich auch sehr, sehr cool jetzt. Und genauso, da kommen wir wieder zum Thema trockene Haut, genauso cool finde ich auch diese La Roche-Posay BB Cream. Das ist die Farbe Hell. Mittlerweile bin ich schon wieder auf dem besten Weg, bleich zu werden wie ein Geist. Yay! Für mich ist das mehr wie so eine Feuchtigkeitscreme als wie eine BB Cream. Ich trage ja ungern eigentlich Make-up. Die hier finde ich aber super, gerade für so Abende wie heute, wo ich noch was vorhabe. Dann mag ich es einfach gerne, wenn ich was zur Hand habe, was pflegt und auch noch getönt ist. Das finde ich sehr, sehr stark. Also es ist fast so, im Winter könnte ich mir das angewöhnen als tägliche Routine. Einfach weil, ja, die Witterung die Haut nicht so stark angreift. Das ist wirklich wie so ein Schutzfilm. Und das ist definitiv sein Geld wert. Also richtig geil, wenn du ungern Make-up trägst, so dickes, schmieriges. Und ja, einfach eine Pflege suchst, die auch noch das Hautbild richtig schön macht. Das nächste Produkt habe ich jetzt erst vor 2 Wochen oder so wieder für mich entdeckt. Das ist noch relativ neu gewesen. Und zwar ist das ein Alverde Blush, ein Creme Blush. Dazu habe ich auch schon mal ein Tutorial hochgeladen. Das kann ich dir in der Infobox verlinken. Und ja, ich mag Creme Blush sehr gerne. Wie gesagt, auch wegen der kälteren Jahreszeit. Pflegt das, spendet mehr Feuchtigkeit als jetzt nur so ein Puder. Und ist wirklich leicht aufzutragen. Also ich habe da so meine Technik, wie gesagt, das Video findest du unten. Und da lässt sich das sehr, sehr gut auftragen. Das mag ich sehr gerne. Auch so diese beerige Farbe, das hat so ein bisschen, ja, das geht so ins Beerige. Schon mehr als die Korallblushes und die pinken Blushes, die ich sonst so im Sommer verwende. Und jetzt erkläre mich nicht für verrückt, aber ich habe schon die ersten Weihnachtsprodukte. Das ist etwas weit vorgegriffen, aber ich war auf dem Lush-Event und habe das hier mitgenommen. Das finde ich sehr cool, das heißt Santa's Lip Scrub, ist komplett rot. Das trägt auch sehr dazu bei, dass meine Lippen eben nicht so ausgetrocknet sind, wie sie jetzt normalerweise schon wären, weil ich das sehr, sehr regelmäßig verwende, dieses Zeugs hier. Ich liebe erstens mal den Geruch und aber vor allem den Geschmack. Das schmeckt nämlich nach Cola, auch wenn es eher nach Erdbeer oder Kirsche aussieht. Es schmeckt original wie Cola, der absolute Hammer. Und pflegt halt auch echt gut. Also die Körnchen von dem hier sind ein bisschen feiner als von den regulären Lip Scrubs von Lush. Und deshalb mag ich das lieber, weil es einfach sanfter ist und ja, mein Bubblegum hat das schon abgelöst. Ich mag es echt sehr, sehr gern. Das hier hat es auch in die Favoriten geschafft. Das ist das So White Shower Gel und ist natürlich auch Limited Edition hergestellt von Niki. Danke vielmals, Niki. Dieses Produkt riecht absolut affengeil. Boah, jetzt, ich hasse das, wenn manchmal so das Duschgel gegen die Nase springt. Das ist mir jetzt fast passiert. Kennst du das? Ich bin echt talentiert für solche kleinen Fettnäpfchen. Passt, finde ich, auch sehr, sehr gut jetzt in den Herbst, weil es halt
nicht so schwer ist und so süß wie ein weihnachtlicher Duft, sondern halt noch ein bisschen frischer, aber schon herbstlich, weil es halt nach grünem Apfel riecht. Das ist absolut geil, gerade weil ja im Herbst auch so Äpfel von den Bäumen fallen und so, und das passt dann ganz gut, finde ich. Mag ich sehr, sehr gerne auch. Jetzt zum vorletzten Produkt. Heute geht das ja schnell. Das ist ein Nagellack von Revlon. Und wer meine Videos schon länger kennt, wird dieses Produkt wiedererkennen. Ich habe es gerade auch auf den Nägeln drauf. Das ist so ein ganz, ganz krass geiles, dunkles Rot. Und ja, ist nicht zu braun. Das finde ich sehr cool, dass es nicht so in die braune, dunkelrote Richtung geht, sondern immer noch rot ist. Ja, und das kann ich nur immer wieder empfehlen. Also ich glaube, das wird für die nächsten 100 Jahre mein Herbstnagellack sein, weil das einfach die Farbe, also besser kann man Herbst nicht ausdrücken, finde ich. Ich finde, wenn irgendeine Farbe jedes Mädchen haben sollte, dann natürlich ein schönes, leuchtendes Rot und aber auch so ein dunkles. Ich persönlich präferiere sogar eher das Dunkle. Deshalb kann man davon gar nicht genug haben. Das ist die Nummer 570. Und zu guter Letzt noch Hautpflege. Ich habe jetzt, nachdem seit 2 Jahren oder so auf YouTube mega der Hype ist um dieses Bioderma Gesichtswasser, es endlich ausprobiert. Das ist das Sensibio H2O. So eine Mikrozell-Solution-Lösung für empfindliche Haut. Und das nehme ich einfach zum Abschminken abends. Also ich tue das auf dem Wattepad drauf und entferne dann sogar wasserfeste Mascara wie nichts innerhalb von 10 Sekunden oder so kurz einwirken lassen, und dann kriegt man das super geil runter. Hätte ich nie gedacht, weil sich das wirklich anfühlt wie Wasser. Du hast nicht das Gefühl, ich muss das jetzt nochmal da auf die Hand machen. Ja Mann, das fühlt sich an wie Wasser, das ist... Und hat auch kaum einen Geruch, also das ist absolut irre. Ich dachte mir so, ganz ehrlich, dieses leitungswasserähnliche Zeug, das kann doch nicht meine wasserfeste Schminke abmachen, aber es funktioniert. Also spät aber doch habe ich dieses Produkt auch für mich entdeckt und habe mir erstmal nur die kleine Größe gekauft. Aber ich werde mir das jetzt definitiv nachbestellen in groß, weil es hinterlässt keinen Ölfilm auf den Wimpern und auch nicht auf der Haut irgend so einen schmierigen Film. Noch trocknet das aus, weil Alkohol drin ist oder so, sondern es ist echt so, du machst es aufs Gesicht und sobald das trocken ist, dann, je nachdem, ob du dann noch das Gesicht wäschst dann oder nicht, egal, das fühlt sich einfach wieder an wie die Haut an sich, also es ist zwar gepflegt, aber ohne dass es wirklich Spuren hinterlässt. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, dieses Mikrozellzeugs. Klare Empfehlung also von mir, wenn du mal was anderes suchst als immer diese öligen oder cremigen Make-up-Entferner. Das ist einfach für jede Haut. Meine tendiert eher dazu, trocken zu sein, und das trocknet sie auch nicht weiter aus. Also, finish you'd! So, ich hoffe, es war das ein oder andere Produkt dabei, das dich interessiert hat. Kannst mir gerne mal schreiben, was du dir davon genauer ansehen wirst. Und bitte schreib mir unbedingt deine Lieblingsnagellackfarbe in die Kommentare. Die Marke und vielleicht den Namen oder einfach nur die Farbrichtung. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich, von dir zu lesen, weil ich kann ja nicht immer hier mit dem gleichen dunkelroten Nagellack rumlaufen. Ist zwar schon so ein bisschen Markenzeichen einerseits, aber ja, ich würde auch gerne andere ausprobieren. Ich freue mich schon sehr auf deinen Kommentar und jetzt kannst du hier noch vorbeigucken bei meinem letzten Get Ready With Me. Das sich da drüben bewegt, wo ich diese komischen Faces mache, oder bei meinen Fashion- und Fun-Favoriten, meinen aktuellen. Tschüss!